Oh, ich bin schon so aufgeregt, ey. Ich freue mich schon so lange auf diesen Moment hier, jetzt, seitdem ich diese Idee habe, das weltgrößte Lego-Video aller Zeiten zu machen. Ich zeige jetzt alle meine Lego-Modelle, die ich aufgebaut habe. Habe ich gerade verschluckt, Entschuldigung, weil ich sabber irgendwie gerade. Und ich zeige so viel in fast gar keine Zeit. Schauen wir mal, ob wir das in eine halbe Stunde vielleicht reinbekommen. Fangen wir mal an mit dem kleinen roten Traktor. Das ist er. Also, wo ist es? Da ist das Bild. Ich habe den nachgebaut. Eigentlich ist er grün. Und schwarz, das habe ich dann eben in roten Schwarz nachgebaut. Ja, hinten, die Maschinen bei Lego müssen ja rot sein. Ich weiß nicht warum. Aber es ist irgendwie so ein komischer Trend halt eben. Und ja, natürlich müsste da hinten noch was hin. Wenn man da irgendwie was andockt. Der kann nicht lenken, muss auch nicht. Ich zeige euch noch ein anderes grünen Traktor. Also nicht als Lego-Modell, sondern als auch als Bild nur. Das habe ich gekauft. Das andere habe ich nicht, also nicht selber gekauft, sondern bekommen. Und das andere habe ich nicht bekommen. Den habe ich tatsächlich mal gebaut, den anderen grünen. Also es ist ein anderes Grün. Seht ihr das? Ich erkläre es euch mal. Das ist so ein etwas helleres Grün mit Schaufel vorne dran. Finde ich gerade nicht. Wie auch immer das möglich ist, weil ich habe es bislang noch gefunden. Irgend so ein Geländewagen, so eine. Ich weiß auch nicht mehr, wo es ist, aber egal. Den habe ich auf alle Fälle genauso gebaut und er sieht doch so aus mit diesen gelben Rädern und da sind so gelbe Gullideckel drauf. Und die Räder an sich sind so welche, ungefähr, in etwas größer und auch mit so Löcher drinnen, damit man die eben befestigen kann. Oder geht nur die Achse durch? Ich weiß nicht. Auf alle Fälle hat er auch da hinten eine Maschine dran, habe ich gezeigt. Kann man da vorne bedienen mit diesem roten Ding da. Ich habe das jetzt eher als ein Rot. Ich habe jetzt aber den nicht in Rot dran gemacht, den hier, weil wenn ich den in Rot dran gemacht hätte, dann wäre das zu rot. Und das finde ich dann eklig, weil wenn es nur passt, dann sieht es so aus. Rot und Orange, also ja, weiß, damit es sich ein bisschen absetzt. Und das ist cool, weil das hat größere Räder, blödsinn, hat kleinere Räder wie diese Nippeldinger da. Seht ihr Nippel? Und normalerweise sind diese Nippelrädern eigentlich nicht immer Motoren drinnen. Außer vielleicht bei denen hier. Es gibt ja diese Klackemotoren, aber diese Felgen da. Ah, das ist jetzt Flat Silver, hellgrau. Habe ich da, Sekunde. Diese da, die Nippelräder, die sind beides Nippelräder. Es sind nur kleinere Reifen. Die Reifen kennt ihr ja, ne? Die werden überall verbaut. Das sind. Ja, wo kann ich das zeigen als Beispiel? Zum Beispiel bei denen hier. Kommen wir gleich noch dazu. Und da passt alles. Sieht einfach nur süß aus. Und ja, wenn da noch alles farblich passen würde, dann wäre das Zucker. Und da muss man nicht viel austauschen, umso roter wird es dann.
Aber ich wollte noch ein bisschen Kontrast lassen. Dann zeige ich euch, die Funktionen davon. Ganz einfach. Hand hinterhalten, damit man es sehen kann. Den ich daran an diesen Pin mit Achsaufnahme rumspiele, dann wenn ich ihn vor und zurück schiebe, dann bewegt sich hinten die Achse. Seht ihr die schwarze Viererlange? Ich könnte ja auch ein Rot reinstecken, nur habe ich gerade keine gesehen über was auch immer. Aber es soll schwarz sein, das ist alles schwarz. Und ja, ein bisschen gelb, damit es gefährlich aussieht. Also so richtig technisch halt eben. So eine Warnleuchte, total überflüssig, aber Traktoren brauchen Warnleuchten, weil Traktoren Warnleuchten immer haben. Und dieser Mechanismus ist ein ganz einfacher, der kann natürlich nicht lenken, aber muss auch nicht. Der lenkt halt einfach nicht. Was soll's? Der ist halt eben aufs Minimum sehr. Der kann halt eben nicht lenken, ja. Da ist eine Achse durch, bäm. Da geht nichts mit Lenkung, ist ja klar. Aber immerhin hat er keine doch was, obwohl er keine Lenkung hat. Da seht ihr das. In den fetten V-Reihenboxer Teufel was Motor. Natürlich ist da kein Motor drin, aber sieht so aus, als wäre da einer drin. Ist er natürlich nicht. Da sieht man das schwarz, sieht man fast gar nicht. Und ich zeige euch jetzt mal noch die unterschiedlichen gebogenen Liftarme. Da geht's. Also eingebaut habe ich ja in den roten den da. Ich hätte den ersten rot eingebaut, also der da. Aber es wäre dann zu süß geworden und also zu rot, zu knallig irgendwie und dann, na, packe ich irgendwie nicht. Weil ich halt eben noch nie schöne Modelle gesehen habe, leider. Vielleicht liegt es daran, gehen wir mal von aus. Und das ist der Unterschied zwischen den gebogenen Liftarmen. Natürlich gibt es da noch viel mehrere davon. Da gibt es, also diese gewinkelt, nicht gebogen, gewinkelt meine ich, Entschuldigung, diese gewinkelten Liftarme und diese etwas längeren da hinten. Die sind aber auch da ein bisschen länger. Nein, die sind genauso lang. Das ist ja dieselbe Größe da. Also drei Löcher und eine Achs. Drei Löcher, eine Achs. Und da halt eben noch so ist ein Loch dazugekommen. Also ist auf einer Seite ein Loch länger. Und wenn es noch ein Loch länger ist, dann fehlt dafür bei dieses verbogene Ding ein Loch und wird dann eins kürzer im abgewickelten da. Und dann gibt es noch die doppelt gebogenen Dinger. Stellt euch vor, das wäre auch noch schwarz, dann sieht man gar nichts mehr, aber sieht man ja auch eh nichts, also so gesehen. Diese Mechanik hat sich aber echt bewährt, also die gibt es immer noch, diese einfache Mechanik. Mit diesem Zeug da im neuen Class Xerion. Das ist der hier, der hat so eine Lenkung. Stell dich einfach vor, ich hätte doch gerade eben noch die Anleitung davon gesehen, aber da drüben, Sekunde. Stell dich einfach vor, die winzigen Flügel, die schwarzen hier, wären hellgrün, genauso wie die L-Dinger da. Und sonst, was noch? Dann sieht es so aus. Wie auch immer es gestellt, so. So oder ja, so. Die L-Dinger sollten hellgrün sein und die
Flügel auch, aber ich habe mir ausgeschlachtet für. Ich zeige euch erstmal noch das B-Modell vom Lexion, bevor ich zeige, wofür ich das ausgeschlachtet habe. Das ist der Class Lexions B-Modell davon. Nochmal, das ist, habe ich gerade was Falsches gesagt? Nochmal, das ist ein Traktor, der Class Xerion und der hat sogar eine Lenkung. Seht ihr? Minimal natürlich. Der lenkt so gut wie gar nicht. Also beim Rückwärts schlittert er mal irgendwie, aber vorwärts lenkt er ganz gut. Weil die Reifen einfach hart sind und die sind nicht weich und greifen, die sind einfach hart. Ich weiß nicht warum. Und Anleitung habe ich gezeigt davon. Das ist der Class Xerion, das ist ein Traktor. Hat dieselbe Mechanik. Da, seht ihr, andere Seite. So funktioniert das Ganze. Hat auch dasselbe Getriebe wie bei den hier. Seht ihr? Andere Seite, aber egal, was soll's. Und, also bei denen ist halt eben, muss man es vorne bedienen. Dieses hoch-runter. Und bei denen hier ist zwar eine Lenkung mit drin, aber dafür muss man sie eben hinten bedienen. Und die Zahnräder habe ich halt eben beim anderen nicht dran gemacht, weil ich die einfach nicht habe. Ich habe die schon verbaut in. Kommen wir jetzt mal zum B-Modell. Das ist der andere Traktor, der Class Lexion. Ah. Also, dieser Traktor hat eine längere Haube wie der. Und das ist kein Traktor, weil es ein Mähdrescher ist. Zeige ich. Ist es damit abgebildet? Nein, ist es nicht. Aber auf dem Karton ist es mit abgebildet. Und zwar ist es das A-Modell. Das ist das da. Okay. Das ist das B-Modell davon. Noch ein Traktor. Ist es ein Traktor oder ist es ein Mähdrescher? Als direkter Vergleich. Drehe ich den Mähdrescher schon wieder um. Sieht sie doch eher aus wie ein Traktor, oder? Also wenn ich die mal so zeig, so. Jetzt sieht aus wie ein Traktor. Aber jetzt sieht aus wie ein Mähdrescher. Ist doch eigentlich ein Mähdrescher. Aber so, ich finde, so, mit der etwas längeren Stange da, wäre das eher, damit es halt eben mehr Verkleidung dran ist, wäre das eher eine. Da müssen drei Löcher zwischen sein und keine Ahnung, zwei, drei oder so. Auf alle Fälle zwei zwischen, ja, drei auch außen jeweils und. Das funktioniert wieder nicht mit den leicht drinnen Pins. Die wollen irgendwie mit raus. Mir ist auch mittlerweile egal, wie rum die Sachen sind. Ist alles so schwarz und so. Nichts gegen schwarz, ich finde schwarz auch schön, aber. Das ist irgendwie nicht so einfach dann zu erkennen. Ist dann einfach so. Und jetzt habe ich gerade in Falschrichtung reingesteckt. Merke ich gerade. Und es ist auch total in Ordnung. Weil. Genau, das einfach so passiert ist. Weil wenn es nicht passiert wäre, dann hätte ich das ja auch nicht sagen können. Aber da es ja passiert ist, kann ich es ja jetzt sagen. Und ich finde, so sieht es auch eher aus wie ein Mähwerk, wenn da die Achse einfach, ich meine, wenn der Lift ein bisschen länger ist.
So sieht's eher aus, symmetrischer. Seht ihr genauso. Ja, wir wissen doch, wie Mehlwerk aussieht. Also das, sagen wir mal, das ist ein Maisdrescher, okay? Der Klaas Lexion ist ein Maisdrescher. Und jetzt zeige ich euch mal, wie schön ich das Schlauchboot gemacht habe, das Orangene. Seht ihr da die gelben drei langen Achsen da? Und die roten Pins? Also, da auf dem Cover natürlich nicht, aber da die drei langen gelben Achsen und die roten Pins da. Sieht schlimm aus, ne? Das kann man jetzt nicht sehen. Also ich kann es gut sehen, aber die Kamera zeigt nicht, dass es rot ist. Die Kamera macht schwarz draus. Ich zeige euch mal das Schlauchboot. Das. Da habe ich jetzt statt rote Pins schwarze Pins reingemacht. Die roten Pins waren die hier, diese Achspins. Die sind so rum drin und die habe ich halt eben ausgetauscht gegen, ja. Ich habe euch das Video gezeigt, also ihr habt es auch schon angeschaut, ihr wisst, was Sache ist. Machen wir weiter hier. Was auch cool ist, ihr habt auch alle Witze davon gesehen, passt alles. Also Witze, Witze, weil es nicht gelogen ist, sondern wahr, aber witzig halt eben. Also beides halt. Und Scorecard wollt ihr noch mal sehen. Mit dem. Aber ich soll am besten die Flügel anfassen, weil das ist stabiler. Weil das wackelt ein bisschen, aber es soll eigentlich hellgrün sein auch. Aber orange und rot ist auch schön. Weiße Räder, damit es ein bisschen fresh wirkt. Weil, ey, das ist doch cool. Da ist Motor drin. Also, ah, der ist auf die andere Seite. Der lenkt, hat eine X-Screw Construction. X-Screw. Das ist das hier. Sieht man nicht so, oder? Da sind beide Räder in eine Achse zusammengesteckt. Also nicht eine selbe Achse, sondern zwei unterschiedliche Achsen sind da zusammengesteckt. Und das ist der Motor. Habe ich da eine Flamme dran gemacht, damit es. Das ist ein Go-Kart. Passt. Weiter geht's hier. Noch als direkter Vergleich zum ist der Unimog U400, ey, der Mini davon, ey, der ist so cool. Der benötigt zum Lenken nur ein Zahnrad als Bedienelement und da auch. Und insgesamt hat es vier Zahnräder, drei, vier. Und ja, also die Lenkung an sich funktioniert ohne Zahnrad. Seht ihr das? Kein einziges Zahnrad da verbaut. Im Gegensatz zu dieser Peinlichkeit hier, da sind drei Zahnräder drin verbaut. Eins, zwei. Ist da hinten, dahinter kann man nicht sehen, weil es irgendwie verbaut ist. Das ist aber sehr gut verbaut. Muss mal dahinter schauen. Kann man gerade nicht sehen. Ey, das ist sehr gut verbaut, ne? Also da eins, zwei und. Ey, das ist so gut verbaut. Ach, kann man es nicht irgendwie trotzdem sehen? Drei. Da seht ihr eins, zwei und drei Zahnräder. Jetzt seht ihr es. Und es hat Zahnräder, aber ja. Das hat halt eben dafür aber auch so einen Wendekreis. Und der hier. Ich stelle mal den besseren Vergleich noch ein bisschen falscher hin. Der hat so einen Wendekreis. Nochmal. Der hier, ich lenke schon mal ein, hat so einen Wendekreis. Und der dagegen, ich lenke mal in die falsche Richtung, stelle noch in die falsche Richtung, hat so einen Wendekreis. Als direkten Vergleich
Ist, bin ich mal fair, okay. Also nicht gegenüber den Modellen, sondern die sollen sich mal beweisen. Steht es jetzt gerade, ich glaube, also das ist der Wendekreis davon. Und oha. Das ist der Wendekreis davon. Nochmal. Das ist der Wendekreis vom Kreis Xerion. Das ist der Wendekreis vom Unimog U400. Also beides Minimodelle. Hast du gerade gesehen? Ich lenke einmal kurz in die falsche Richtung und dann wieder in die richtige und der ist sofort da. Ich mache so mit dem Kreis Xerion. Kurz in die falsche Richtung, dann wieder in die richtige. Es geht trotzdem. Jetzt stehe ich mal gerade hin und ist es gerade so? Und jetzt da ungefähr, also nicht ganz genau, weil ich kann es ja nicht abmessen. Das ist der Grund. Das ist ein Unterschied. Weiter hier. Der war da genau und der war da und das kleinste Modell davon ist der hier. Der sieht aus, ne? Das gehört so, das gehört so, das ist genau richtig so. So ist auch in der Anleitung. Das muss so sein, der muss so sein und der so. Und die beiden gehören zusammen. Und der ist so irgendwo dazwischen. Also irgendwo dazwischen halt so. Der ist ein bisschen länger halt. Und das ist ein richtiges Auto, das ist nur ein Autochen irgendwie. Aber es kommt bei raus, wenn man die beiden zusammenbaut. Oder wenn man die beiden zusammenbaut, kann man auch. Also das Rote ist vom Auto und das türkise Zeug da ist vom Monster Truck. Federung. Ah, Federung, Federung, Federung. Ah, das ist ein Traum, ne? Das ist doch ein Traum. Und. Ey, genau. Das zweite B-Modell davon. Rot von diesem da und Türkis von diesem da oder grün, was es sein soll, ein Dragster. Also, ich zeig mal alle Dragsters, die ich habe. Das sind diese hier und der ganz große, der normalerweise auch hellgrün ist. Ich habe ihn jetzt so gemacht. Wolkenfarbe aus blau und weiß. Der ist normalerweise auch hellgrün. Ich zeige euch mal ein Bild davon. Sekunde. Hoppala. Das ist er. Also, jetzt steht er wieder falsch rum. Egal. Weiter geht's. Hab zum Jackson noch die Ampel vergessen. Wenn man die beiden zusammenbaut, dann kommt der bei raus. Der hat auch diese Lichter da hinten. Lustig, ne? Ich habe mal vorne alles grün gehalten, hinten alles schwarz. Und ja, es sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Das ist ein Hotrod halt eben, ja? Ein Hotrod. Den gibt es auch. Bin ein bisschen kleiner. Das ist mein Hot Rot. Der gefällt mir am meisten, weil er. Ich habe ihn so rot gemacht, wie es nur irgendwie möglich ist. Der ist echt rot ohne Ende. Rot, 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 rot. Also Hot Rot. passt auch, oder? Und das ist das B-Modell vom. Ich habe doch gerade eben noch den Karton irgendwo gesehen. Ah, da habe ich ihn gesehen. Genau. Dieses B-Modell, das
Seht ihr, das B-Modell, das Originalmodell, den habe ich ja auch da. Das B-Modell davon. Und das ist auch cool. Ich zeige euch mal andere Hot Rods noch, einen kleineren. Der ist auch cool, das ist schon, sieht schon wieder ein bisschen technischer aus, wegen des Hellgrau. Und ja, das ist ja eben nicht nur rot. Ich muss weiter zurückstellen, damit man auch unten besser sehen kann, wegen Perspektive. Und ja, das ist halt eben eine, ist halt eben die beste Variante, finde ich. Also das beste Modell von diesen hier. Ah, ich habe mich schon wieder falsch rumgestellt. Ach, ich mache aber auch echt alles falsch, ne? Mal werden die so rumgezeigt, mal von der anderen Seite. Das ist ein Modell. Ach, das habe ich schon wieder zu nah hingestellt. Hot Rod. Hot Rot. Roter Hot Rod. Das ist ein Modell davon eigentlich. Da seht ihr alle drei. Ein Flugzeug kann man auch daraus machen. Und macht mal weiter mit den Hot Rods. Ich habe auch einen richtigen Hot Rod gemacht. Weil ich habe den da. Das ist auch ein Hot Rod. Den habe ich wie heißt es? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das ist der Hot Rod. Also, der ist voll gefedert. Ja, genau, das wollte ich sagen. Das ist ein richtiger Hot Rod. Der ist voll gefedert, hat eine Lenkung und einen richtigen Motor. Seht ihr? Ey, wie geil ist das? Ein V8 und so ein... Und dazu noch so ein... es gibt Hot Rods, die haben halt eben nur vorne Licht. Es gibt Hot Rods, die haben nur hinten Licht. Es gibt Hot Rods, die haben vorne und hinten Licht. Es gibt Hot Rods, die haben kein Licht. Oder? Habe ich da gerade... Nein, ich habe kein Hot Rod ganz ohne Licht. Und okay, habe ich gehört. Also vielleicht gibt es auch Hot Rods ganz ohne Licht. Wer weiß. Und... Den habe ich bekommen, weil ich mir den gekauft habe. Daher habe ich auch, ich habe davon nur, der hat zwei Türen, ja, aber ein Motor, Hauben, Rahmen, nicht mit Loch für Hutze, sondern wirklich Rahmen, weil da sieht man auch den Motorblock noch. Es ist nicht nur die Hutze, die rausschaut, es ist auch der ganze Motorblock, der noch rausschaut. Nicht, wo man reinschauen kann, sondern der schaut wirklich raus. Und ach, regen wir uns nicht drüber auf, passt so. Und Kofferraum, wo zwei blaue Milchfläschchen drin sind und da ist noch ein rotes Milchfläschchen drin. Ich weiß nicht, was da normalerweise drin ist. Ich kenne Fast and Furious. Ich habe alle Teile davon gesehen, weil als ich ins Heim gekommen bin und alles gelernt habe in Sachen Selbstständigkeit, habe ich da Freunde irgendwie gefunden und einer von denen, mit denen habe ich das geschaut und weil der hat mir das halt eben gezeigt und seitdem kenne ich das auch. Das ist echt cool, das ist der Dom's Dodge Charger. Und den habe ich gekauft und der sieht so cool aus. Ey, der sieht einfach nach was aus. Und das Ding ist, also perfekt einfach nur. Ja, ich habe da was ausgetauscht. Da sind keine blauen Pins drin, weil ich einfach TransClear oder was habe ich da reingebaut. Muss doch mal von... Nein, da habe ich hellgraue... einmal 1 Plates in rund reingebaut. Also diese Dinger da, nicht ein durchsichtig,
sondern in hellgrau. Ich hätte auch ein durchsichtig nehmen können, aber ich wollte nicht, dass man da was durchschauen kann, was man nicht sehen soll. Und ja, okay, ich habe da jetzt das falsche Zahnrad rein, weil das ist ja eigentlich nicht rot, sondern hellgrau. Das soll hellgrau sein eigentlich. Seht ihr das? Dieses da. Das ist eigentlich hellgrau. Seht ihr das Zahnrad da unten? Ich muss es nicht zeigen, ihr seht es ja, ne? Ach, ich kann es einfach ein bisschen runterpumpen lassen. Ist ja voll gefedert. Kann nichts kaputt gehen, weil es federt ja. Dieses Zahnrad ist hellgrau, das ist rot, die drei, aber das ist hellgrau oder Silber eher. Und was Lego draus gemacht haben, ist das da. Um mir zurückzukommen, habe ich halt eben nochmals direkten Vergleich, damit ihr es besser vergleichen könnt. Um dahin zu kommen, habe ich das hier gemacht. Ist es die richtige Seite? Nein, ist die falsche Seite schon wieder. Um dahin zu kommen, habe ich das hier gemacht. Stimmt für die Perspektive nicht so. Jetzt passt es wieder. Jetzt die Kette ein bisschen schlabbriger, aber egal. Ist ja nur minimal, also funktioniert immer noch. Kann man jetzt gerade nicht sehen, weil es zu nah ist. Hin und wieder alle drei, keine Ahnung, was rattert es ein bisschen, was soll's. Also es rattert nicht, das, ja, beides, das rutscht halt eben eins weiter und ja, ach, Batteriebox, sind keine Batterien drin, egal. Den habe ich gebaut. Das Ding halt insgesamt, wie viele Tüten, ich schaue noch mal kurz rein, wie viele Tüten es hat. Das steht in der Anleitung auch drin, lustigerweise. Ich habe die Tüten längst weggeschmissen, weil ich ihn zusammengebaut habe und leere Tüten brauche ich nicht. Ist ja klar, ne? Das ist, hoppala, da, ich bin schon zu weit. Ist es auch noch zu weit? Nein. Oder? Nö, wo kommt jetzt die neue Tüte? Da kommt die neue Tüte. Erster Bauschritt und zweiter Bauschritt. Der erste, da macht man hinteren Teil, zweiter macht man vorderen Teil. Habe ich beides so zusammengebaut. Jetzt kommt die dritte Tüte dran und dann habe ich da drum gebaut. Die blauen Pins musste ich wegmachen, die drei lang und sonst wie was, um von da, also nochmal, jetzt ist es schon wieder falsch rum. Muss wieder rumdrehen als direkter Vergleich. Um von da über da. Ich habe die nur gekauft, weil er so schön schwarz und rund ist, weil es sieht einfach cool aus. Und der hat einen richtigen Motor drin, der gefällt mir. Und der ist einfach nur geil. Und ey, der ist so schön platt und breit auch. Ey, der ist echt cool. Und das ist echt. Das ist was. Oh, da geht was. Da geht was. Da geht wirklich was. Und den habe ich mir gekauft, einmal so zusammengebaut und noch richtig gemacht. Und das rote Zahnrad, dieses da, gegen einen hellgraus ausgetauscht, damit es wieder, muss ich es wieder falsch rum hinstellen, damit es, habe ich ja gerade gezeigt, so aussieht. So wie hier. Und das haben Lego halt eben nicht geschafft. Muss es halt eben nachrüsten. Das rote Zahnrad mit Loch gibt es noch in dunkelgrau. Das ist ein kleinen Tacken kleiner. Wie das Zahnrad, was ich da reingebaut habe, was auch den Motor antreibt. Was vom Motor auf das obere Zahnrad gehen wir auf das rote.
Es ist ein minimaler Unterschied. Macht nichts, aber habe ich schon gezeigt im Video, egal. Und weiter geht's hier. Ich habe den einmal so zusammengebaut, weil mir sehr gefällt und weil ich noch dachte, wenn ich schon die ersten zwei Bauschritte zusammen habe, könnte ich ja auch einen Hotshot draus bauen, weil ich finde, dass da ist die Grenze. Wenn ich ihn schon so gebaut habe und bevor ich mir die dritte Tüte anfange und ich wollte einen Hotshot noch draus bauen, habe ich aus diesen hier gebaut, den Hotrod. Das ist jetzt der Hotrod. Und da stört mich das rote und das blaue Zeug auch überhaupt nicht, weil es muss ja nicht schwarz sein. Weil es muss ja auch nicht perfekt sein, weil es einfach irgendwas ist. Also kann es sonst was sein. Ja, da kann auch ein bisschen rot und braun ist es. Ja, auch das ist rot. Kann sonst wie was rausschauen. Ist wurscht, das ist ein Hotrod. Ist auch cool. Ach so, übrigens habe ich noch das alte Supercar. Richtige Seite, oder? Das Supercar kennt ihr noch? Den habe ich auch zusammengebaut. Den habe ich sogar immer noch. Wie geil ist das denn? Lieber würde ich alles eintauschen. Ja, ich habe noch ein bisschen aufgemotzt, damit es ein bisschen gefährlicher aussieht. Da, okay. Lieber würde ich alles, was ich habe, eintauschen gegen nur den hier, weil den habe ich mal zusammengebaut. Den durfte ich aber nicht behalten, weil ich halt eben kein Geld bekommen habe und ja, war angewiesen. Aber es wäre echt das einzigste Lego-Modell, das ich behalten hätte. Also, weil immerhin habe ich immer noch einen Truck, das ist der neue. Kennt ihr den auch? Den da? Ja, egal, aber da, immerhin was. Und ja, okay. Den habe ich auch nachgebaut. Mit den letzten vier Truckrädern. Also es sind die, die halt eben echt cool aussehen. Und ja, hinten fehlt was und vorne ist perfekt. Der ist auch tatsächlich vorne schmaler wie hinten. Ist wirklich so. Aber das fällt, wenn du fertig ist, gar nicht auf. Weil die hinteren Kotflügel rausstehen, da stehen gleich zwei Liftarme raus. So kann man es so besser sehen. Ah, ist schon wieder zu weit. Ich mach mal kurz Licht an. Da sind zwei Liftarme zu sehen. Die stehen raus und da wird das Ganze irgendwie durch die etwas, durch die ein bisschen aufstehende Türe, die so gehört, weil die Anleitung das so vorgibt. Darum wird auch so ein blauer Achspin reingesteckt, damit es nicht ganz zugeht. Da wird es dann so geslopt, also abgeschrägt und kann man das sehen? So ein bisschen, ne? Und da fällt es dann nicht mehr so auf, weil er ist dann bündig. Da ist breiter. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich habe noch Flammen dran gemacht, war macht nichts. Und ich habe die weißen Sachen rausgelassen, also da die weißen zwei Liftarme da, weil ich wollte ihn ganz schwarz haben. Und ich finde, so sieht er ein bisschen aus wie der heutige. Ah, ich stelle mal ein bisschen weiter rüber. Ich finde, die beiden sehen echt ähnlich aus. Und ja, natürlich hätte er einen richtigen Motor. Kann man das sehen, wenn ich das so kipp?
Richtiger Motor. Da ist das Ding. Und da läuft er. Kann man ein bisschen sehen, ja, jetzt, ne? Und, also, die Dinger da, die sehen noch auch so aus, finde ich. Und, das ist ein Witz. Die haben euch reingelegt. Weil, da ist kein Motor drin. Es sieht nur das Lenkrad. Und hinten ist auch kein Motor drin. So wie beim Go-Kart zum Beispiel oder beim McLaren Senna GTR. Wenn ich eines Rad da drehe, dann läuft der Klackmotor mit. Wenn ich an das Rad drehe, dann läuft er nicht mit. Gar nicht. Weil das andere Rad da geht gar nichts mehr. Da geht echt nichts. Aber also da ist der Motor halt eben hinten drin. Das ist total in Ordnung so. So es geht's. Nein, das ist das falsche Zahnrad. Differential komme ich nicht ran, weil unten alles verstrebt ist, also versteift ist. Ich muss dafür hinten irgendwie ins Differential ran, damit mein Motor hinten sieht. Nichts gegen Schwarz. Aber ich finde, noch ein bisschen schwarzer geht es schon, weil ich was vorbereitet habe. Jetzt wird's lustig, denn wenn ich jetzt, ich muss es kurz aufmachen, damit ich das Ding da rausziehen kann, weil es steht ein bisschen über. Wenn ich, wo ist das andere? Da. Wie rum gehört es? Die Lichter müssen unten sein, also so rum. Wenn ich das da rausmache und die auf einfach austausche. Jetzt könnt ihr es besser sehen, ne? Wie ich es austausche. Jetzt ist halt eben komplett schwarz, also so schwarz wie nur irgendwie möglich, weil ich habe ja nichts gegen Rot, wenn man es nicht sieht. Kann auch blau sein. Aber ich mag es halt eben, wenn es so schwarz ist. Und jetzt ist halt eben so schwarz wie möglich, ne? Wie schön ist der denn jetzt? Also, ich habe ihn so schwarz wie nur möglich gehalten. Ich habe auch ein bisschen Rot, Gelb und was noch alles verbaut. Aber so, dass man es nicht sehen kann. Da habe ich es hellgrau gehalten, damit es aussieht wie eine Maschine. Also soll halt eben den Stahl, also das Metall symbolisieren. Nicht Stahl, Metall meine ich. Und ja, genauso wie auch die Trittbretter. Und die Lichter da, die finde ich einfach nur cool. Und der hat natürlich auch Funktion ohne Ende. Wenn ich da rein, hoppala, Entschuldigung. Wenn ich daran drehe und diesen Hebel bediene, den da, dann kann ich echt coole Sachen mitmachen. Das ist so cool. Aber jetzt habe ich ganz viel nicht gezeigt, was ich eigentlich noch direkt zeigen wollte. Also, ihr glaubt mir einfach, dass meine Einrichtung die Brille rauf und runter machen kann und eine andere Richtung den Haken da einfach rausfahren kann. Mache ich jetzt gerade nicht, weil das geht, aber ich mache es nicht. Auch wenn es geht, das geht sehr gut, aber ich wollte noch ein paar andere Sachen schnell zeigen. Zum Beispiel, dass ich halt eben da die Noppen weggelassen habe, stattdessen eine Fliese drauf. Und habe da noch vergessen zu zeigen, dass man da, ihr habt es gesehen. Ihr habt das Video von diesem Schlauchboot schon gesehen. Ich zeige es jetzt nicht nochmal. Ich habe da alles gezeigt, was die Curve Panels, die Schwarzen, betrifft. Und
so weiter. Lenkung und ja, habe ich alles gezeigt, habe ich alles gezeigt und habe ich alles gezeigt und habe ich alles gezeigt. Weiter mit nächstem Modell, also in Hot Rot habe ich auch schon gezeigt. Das B-Modell sieht eigentlich so aus und ich finde, der sieht wiederum ein bisschen so aus wie der hier, aber nur von der Farbe gesehen, finde ich, sieht der eher aus wie der hier. Weil auch rot, weiß und ein bisschen hellgrau. Und ja, die Reifen auch. Und den hier wiederum. Den da habe ich auch in einer anderen Farbe gebaut. Ich hatte die Teile halt eben und dann dachte ich, okay, mache ich halt eben. Können beide dasselbe, nur eine andere Farbe. Aber ey, Dinge machen Spaß. Und das ist mein Monster Truck. Den habe ich versucht nachzubauen, aber nach Anleitung nachzubauen, weil den habe ich ohne Anleitung nachgebaut und den habe ich habe ich ohne Anleitung nachgebaut, einfach aus Fantasie. Ich habe da viel rumgestickert, also umgestickert meine ich, nicht rumgestickert, ich meine umgestickert. Also, change your stickers. Und ganz wichtig, links muss dunkelgrau sein und rechts hellgrau, weil das ist mir wichtig und oben muss gelb sein, weil ja, das Blau-Weiß, das soll so sein, ich will es so haben, das wollte ich so haben und ich liebe ihn immer noch so, weil es halt einfach eine geniale Idee von mir war und so. Den habe ich versucht nach Anleitung nachzubauen, weil den habe ich ohne Anleitung gebaut, aus Fantasie raus und ich habe den nachgebaut, aber mit Anleitung. Also das Original habe ich. Also das ist ein Mock, meine wissende Erschaffung, also meine wissende Kreation, my own creation, Mock. Und den habe ich versucht, also den habe ich halt eben aus Fantasie rausgebaut, weil ich dachte, wenn ich das so und so mache, sieht doch auch cool aus und so. Und so sieht jetzt aus. Und also ich habe ihn komplett ohne Anleitung. Dazu gibt's vielleicht eine Anleitung, die ich noch nie gesehen habe. Also ich habe dieses Modell noch nicht gesehen, weil ich das ohne Anleitung gebaut habe. Ich habe ihn nicht nachgebaut, ich habe ihn aus Fantasie gebaut, aus Vorstellung. Ich habe mir vorgestellt, wie ein Monster Truck aussieht, weil ich habe schon Monster Trucks gesehen und habe halt eben nachgebaut. Also vom Sehen ohne Anleitung. Ohne irgendwelche Videoanleitungen, die ich downgeloadet habe, also runtergeladen habe, habe ich das ohne das nachzubauen, nur aus Fantasie so gebaut und viel umgestickert extra dafür. Und den habe ich jetzt mit Anleitung wegen Gelb nachgebaut. Das ist dasselbe Prinzip wie der hier, wisst ihr noch? Und das kleine A. Ist doch ein kleines A, oder? Es ist ein kleines A. Merkt euch das Rote und was noch? Ja, genau die hier. Mehr dazu gleich. Also nochmal das Rote merken bitte und die Dinger da. Mehr dazu jetzt. Und seht ihr das? Ich stelle es mal näher hin, damit ihr es besser sehen könnt. Das ist einzeln gebaut, also wirklich einzeln gebaut. Das ist ein Sticker. Und das ist, sind so 1x4 Fliesen. Und die schwarzen Streifen da, das sind einfach die Stütze dazwischen, die halt eben natürlich etwas länger sind auch. Aber
Das Ding kann was. Das ist auch der Reason, weil ich das nachgebaut habe. Weil das kann wirklich viel. Ich meine, ich habe Haufen Paletten gebaut. Ich zeige euch jetzt mal. Ich probiere mal aus, was was ist. Sekunde bitte. Gleich im ersten Versuch das richtige Zahnrad gefunden. Unglaublich, oder? Ich habe da schwarze 2 Pins rein, weil da in der Einleitung wären auch rote drinnen. Da rote, aber wäre das Gegenteil von schön. Und ich will es ja schön haben. Also nichts gegen rot, aber das soll man nicht wirklich sehen können. Ja, da ja, habe ich ja das hellgrün gemacht. Schaut einfach nicht da rein. Seid ihr für Perverslinge, ey? Da gehört jetzt dann das kleine A drauf und die 2 Kühlernieren. Und ey, dieses Zeug, das gefällt mir einfach sehr. Ich wollte euch zeigen, was er kann, ne? Ich habe da eben Fliesen drauf. Ey, das gefällt mir so. Und der lenkt echt stark ein. Das ist unglaublich. Und ich zeige euch mal, was er alles kann. Der kann echt viel. War das jetzt das Richtige? Ja, genau. Der kann nichts hochheben. Schau mal kurz, was da los ist. Nix ist los. Ich muss es nur ein bisschen wegstellen, glaube ich. Ist es schon ausgefahren oder? Ich weiß gerade nicht, was der Stand davon ist. Es klemmt vielleicht irgendwie. Das ist schon ganz ausgefahren. Ich muss, glaube ich, daran drehen. Oder? Falsche Richtung. Es war die falsche Richtung. Genauso ist es. Jetzt. Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, ne? Das Zahnrad, habt ihr gesehen? Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Das ist zum Kippen. Das darf ich nicht drehen. Jetzt drehe ich da dran. Das dreht auf so eine. Ihr wisst ja, was es ist, ne? Und jetzt. Jetzt kann ich den bedienen. Warum ist es jetzt gerade so gelb geworden? Was ist los? Ich muss weiter zurück, damit ihr mein Gesicht schön sehen könnt. Weil. Ist halt ein bisschen netter. Was ist los da? Ich muss gerade schauen. Falsche Richtung, oder? Ich weiß gerade nicht, ob ich da was in eine falsche Richtung drehe, aber ich war gleich wieder eine Stunde rum. Es geht irgendwie gerade nicht. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Ich versuche mal ein bisschen mitzuhelfen. Vielleicht klemmt es ja irgendwo gerade. Kann mal passieren, wenn da irgendwie was, weil ich habe da. Da klebt das irgendein Riesen, irgendetwas, was auch immer, wo auch immer. Ich sehe es gerade nicht. Daher nehme ich das mal kurz runter, damit ihr auch seht, was ich runternehme. Die obere Palette, kennt ihr noch die Hot Wheels, die alten? Daher habe ich diese Dinger, da habe ich die Sticker natürlich drauf gelassen. Ey, das sieht doch geil aus, eine geile Palette, ne? Und da ist die andere Palette, die sieht. Das ist irgend so ein Teil von einem Gebäude oder so, sage ich jetzt mal. So sieht's aus. Und irgendwie, es hat funktioniert, aber jetzt funktioniert es nicht mehr. Das ist es, was gerade los ist hier. Und es ist ganz in Ordnung, so finde ich. Da kann man es noch auf die andere Seite kippen, weil da ist nur ein Zahnrad. Seht ihr gleich, wenn ich es umdrehe. Ich habe es gesagt, da ist nur ein Zahnrad. Ein Zahnrad für die Lenkung. Schön schwarz gehalten natürlich. Kann man ein bisschen sehen, ja, jetzt. Und ja. Da geht wirklich was. Also, das Ding kann einfach alles. Hat natürlich
wie die meisten Dinger mit so Nippelrädern, kein Motor drinnen. Also wirklich kein Motor. Sieht man nur, wie Lenkung funktioniert. Und ich wollte euch noch zeigen, dass ich das wirklich zusammengebaut habe. Habe ich dir gezeigt, also alles gut. Und jetzt noch ein kleiner Traktor, der hat Nippelräder und also da sieht man die Nippel da und da noch so ein Nippel und den habe ich in Weiß nachgebaut und der hat natürlich einen richtigen Motor drin, aber dafür, wie immer, wenn Nippelräder einen richtigen Motor drin haben, nur auf eine Seite einen Antrieb, nämlich auf diese Seite und das soll einfach nur gut aussehen. Das ist der Grund, warum ich den gebaut habe. Und ja, ich finde, es sieht auch gut aus. Ah, falsche Seite. Schon wieder. Und der noch. Und das letzte Baustellenfahrzeug, bevor es mit den schönen Modellen zu Ende geht, das B-Modell davon. Also, das ist das A-Modell. Das sieht wirklich so aus. Nur um die Nummern zu vergleichen. Damit ihr auch wirklich mir glaubt, dass es das B-Modell ist. Diese Nummer hier: 82848284. 82848284. Das ist so ein Osterei. Dann habe ich den schwarz nachgebaut, weil ich nur zwei rote Flex-Axes habe und die sind, glaube ich, zu kurz, denke ich mal. Und ich habe noch zwei grüne Flex-Axes, zwei silberne und so ein schwarzes beim Supercar, was ich gezeigt habe, was unten eine Windschutzscheibe da dran ist, habe ich dran gemacht, weil ich dachte, ich habe in Schwarz gebaut, nachgebaut, natürlich mit Anleitung auf falsche Seite, mit Anleitung, weil ich sechs gleiche Flex-Axis brauche, um diese Eiform, dieses ovale Ei-Ding da hinzubekommen. Ach, das eine blaue Ding da, das macht überhaupt nichts. Das ist egal. Ja, statt ein bisschen statt ein Vierer Boxenmotor. Gibt es auch ein Gescheitsbild von, wo man es richtig gut sehen kann. Ach ja, wie wär's mal? Hoppala, reiß jetzt nicht ab. Da aus diesem Motor. Ach, es kam gerade aus diesem Motor. Da kann man es gut sehen, aus diesem Motor habe ich einfach diesen Motor dran gemacht, habe die Rahmen weggemacht und da muss dafür oben, hinten was versteifen und unten vorne was versteifen. Habt ihr vielleicht schon gesehen, habe gestern ein Video dazu hochgeladen und hab sogar noch vorne große Reifen und Räder drauf gemacht, damit es einfach schön gleichmäßig ist. Und die Funktion vom Ei ist es, ich zeig's euch gleich, damit ich was zum Rumspielen habe. Fahren, lenken. Also nochmal, die Funktionen von diesem verstellbaren Ei sind einfach nur lenken, fahren. Beim Fahren Motor mitlaufen lassen und Türen öffnen, damit ihr es besser sehen könnt. Türen öffnen, damit ihr auch reinschauen könnt, also beides. Und das ist die Hauptfunktion davon. Lustig, ne? Und
Das soll ein Raketenfahrzeug sein. Ich habe auf YouTube diese Nummer gesucht, die Seriennummer davon. Und die Zahlen habe ich eingegeben, damit ich das Ding finde. Und nicht, was so ähnlich aussieht oder so. Und da hat einer gesagt, das ist ein Raketenfahrzeug ohne Spitze. Und ohne, dass es irgendwie aussieht wie eine Rakete, also das ist einfach ein Loch durch. Das ist ein Loch. Das ist, ich weiß nicht, dieses Lochding da. Sieht wirklich so aus, seht ihr? Sieht wirklich so aus. Ey, das ist ja ein lustiges Ding. Und davon habe ich diesen und der auf die andere Seite nochmal ausgeschlachtet, also rausgenommen und stattdessen schwarze rein, weil ich habe die grünen Dinger gebraucht, die zwei kleinen grünen Miniflügel und die zwei grüne L-Liftarme für dieses Ding. Das nenne ich Schnittlauch, weil der ist von außen grün, von innen hohl. Außen grün, seht ihr? Das von außen soll einfach nur grün sein. Auch von vorne und von hinten jetzt nicht, aber das ist der Powerblast, der fette da. Irgendwie sowas halt wegen Dragster und das alles hinten komprimiert und ist ein Kompressor, keine Ahnung, was auch immer. Und den habe ich aus den hauptsächlich gebaut. Kennt ihr den noch? Ich glaube, ich habe den letzten davon gekauft, weil ich habe nur dieses eine noch gesehen und danach nie wieder sowas. Also zum Kauf meine ich jetzt im Laden. Und da habe ich halt eben bei den Lichtern vorne die Noppen weggemacht und jetzt sieht er so aus. Also wenn da keine Noppen dran sind, ist es irgendwie scharf. Also so sieht er aus, wenn da keine Noppen dran sind. Ah, das Bild ist nicht scharf. Doch, ich glaube jetzt ein bisschen scharf das Bild jetzt wieder. Und ja, ich habe die Noppen davon weggemacht. Also nicht, kann man nicht wegmachen, muss man gegen Fliesen austauschen. Und habe da hinten noch so Flügel dran gemacht, also weitere Flügel. Kann es ein bisschen größer zeigen. Da habe ich noch so weitere Flügel dran gemacht. Da. Und ich habe da noch ein bisschen orangener gemacht. Und ja, sonst habe ich eigentlich alles so gelassen. Und ich habe den auch in Schwarz gebaut. Mit noch mehr so. Wir zählen erstmal beim Orangenen ab, wie viel Silber der nochmal genau hatte. Wir zählen mal zusammen, okay? Wir zählen zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, da, acht, neun, zehn, elf. Oha, da ist ja mehr Silber dran. Was, das ist nicht Silber? Doch, das ist Silber. Das ist so, es sind so die Dinger da, keine Ahnung, es sind so, ja, so halt und, was auch immer. Und mit den schwarzen kann man jetzt mehr machen, weil eigentlich kann man da nur die Haube aufmachen
Und die Tür, das sieht man gar nicht richtig so. So sieht man es besser. Und bei denen kann man die Haube aufmachen und die Tür aufmachen und die Tür aufmachen unter die Tür. Das ist doch was. Seht ihr das? Ich mach's wieder zu. Da unten auch. Es ist schöner verkleidet. Tür auf und unter die Tür nochmal eine Tür auf. So sieht's aus, wenn die untere Tür auf ist. So sieht's aus, also so halt, ne? So. Und so sieht's aus, wenn die untere Tür zu ist. Seht ihr es? Unterschied. Tür auf. Tür zu. Tür auf. Tür zu. Die Türen kann man zweimal aufmachen. Wahnsinn, ne? Also, mehr Silber, mehr Funktionen, schön schwarz. Schön Silber, schön schwarz mit so langgezogenen Scheinwerfern. So wie der da. Langgezogene Scheinwerfer und viel Silber. So wie bei denen hier. Silber, ja, okay, Kugeln wie beim orangenen Truck, den ich gerade gezeigt habe. Und. Ja, ein bisschen mehr Silber habe ich reingemacht und ja, da noch. Seht ihr das? Blitzen da, die Hörnchen da. Habe ich gegen die Schläuche da ausgetauscht. Das ist beißen natürlich, weil mehr Silber, mehr Silber. Und noch so eine silberne Nase. Dafür aber keine Tankdeckel. Aber dafür zwei Tanks da und da diese Trittbretterdinger da. Und. Ups, ich. Darf ich nicht vergessen, da noch ein bisschen Silber. Und. Ja, natürlich neben dem Klackemotor noch. Die. Weltschönste Deko überhaupt. Das ist ein schöner Motor, ne? Es ist ein schönes Zeug. Kann man zwar nicht gebrauchen, vielleicht um sonst was zu machen natürlich, aber übrigens ist da auch der Gearrick da, das ist mit den Zehen nach unten, das sieht dann, um das richtig zu zeigen, warte mal, ich brauche dafür. Dieses Ding da, könnt ihr sehen, dieses Gearrack da, was man da sieht, das ist so da drinnen mit den Zähnen nach unten, nicht nach oben, nach unten, weil da das Zahnrad dafür ist für den Gearrack. Seht ihr? Weil der Gearrack ist so rum eingebaut und so sieht das Ganze dann aus. Habe ich es falsch rum? Nein, ich habe es richtig rum so. Zum Zeigen. Nein, die Kamera ist es falsch rum. Die Kamera zeigt es falsch. Aber wenn ich von meiner Perspektive aus schaue, ist es richtig. Die Kamera zeigt es irgendwie falsch. Die Kamera zeigt es falsch, so ist es. Ah, das war jetzt der Motor. Da ist die Lenkung. Nein, die Kamera hat es richtig gezeigt. Die hat nur das falsche Hellgrau gezeigt. Das Hellgrau da vorne soll es zeigen. So ist es reingebaut. So rum, mit den Zähnen nach unten. Weil das Zahnrad für die Lenkung auch unten ist. Da natürlich. Das ist der Antrieb. Und der Antrieb ist lustig gemacht, weil. Seht ihr da, ich hätte doch eben das Zahnrad, da ist es wieder. Das ist der Antrieb. Und das, die Achse sich nicht mit dreht, das ist diese da, die Liftachse und wieder runter.
sieht man ein bisschen. Das bewegt sich nicht viel, nur ganz wenig. Und weil ich jetzt Chuck so liebe, habe ich noch mal einen so nachgebaut, also aus Fantasie frei gebaut, weil ich mag es einfach, wenn die Scheinwerfer so schmal sind und auch unten. Ja, da gehört noch Silber dran, aber ich wollte es nur da Silber lassen, damit es besser zu den Scheinwerfern passt. Und ja, ich habe mir halt so gebaut, einfach weil ich Trucks liebe. Ist einfach so. Ich kann von Chucks nie genug bekommen. Okay, da ist ein bisschen Gelb mit drin, aber sieht man auch ein bisschen Rot mit, aber ey, egal, das ist doch wurscht. Hauptsache Chuck. Das ist so ein Chuck, der zum Rennen gemacht ist. Das ist auch der Reason, weshalb da ein Spoiler dran ist. Und das ist der. Keine Ahnung was. Das ist halt eben irgendwie sowas. Seht ihr, das ist doch was, das ist doch was. Also, der ist schon echt sehr alt und ich habe ein bisschen optimiert, weil ich wollte da keine Noppen mehr haben, weil es einfach sonst zu noppig wäre. Da müssten Noppen sein für den richtigen Übergang. Und ja, Noppen können auch Übergänge sein. Muss nicht mit Fliesen und Slopes und Vierteldinger da geregelt werden. Geht auch mit Noppen. Mit Noppen kann man auch richtige Abstufungen machen. Wer Ahnung von hat, weiß, wovon ich rede. Also, da braucht man auch ein bisschen Erfahrung, ist ja klar, ne? Da so Dinger da und da so welche und sonst noch wo was? Ja, genau, da noch so Dinger. Das ist lustig. Und weil ich von Chucks nie genug bekommen kann, habe ich noch einen winzigen Mini-Truck. Das ist kein Truck, weil der hätte keine Haube vorne. Das ist, ja, was auch immer. Ich habe es einfach gebaut, weil ich dachte mir, also seht ihr diese Räder? Die finde ich einfach nur toll, die gefallen mir. Das sind Räder, die. Sieht doch eher aus wie ein Truck, oder? So wie zum Beispiel. Also nur mal von den Rädern. Sieht doch aus wie ein Truck, ne? So wie. Der hier. Ich habe ja noch das Bild davon. Das ist vorne. Wenn man das Bild scharf, das ist total verschwommen jetzt gerade. Jetzt los. Zeig's mal richtig. Ist gerade verschwommen, tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich das scharf machen kann. War das da drauf? Oder da? Schau noch mal, ob ich natürlich weiß, wenn dann hinten drauf. Da auch nicht. Wo habe ich das gesehen? Genau, da war das. Da. Die Räder vorne, hinten und die gab es angeblich auch mal in so Silber, die Felgen, aber ich kenne die nur in hellgrau, aber was soll's. Da und die hinteren zwei Walzen und da die hinteren zwei Walzen, seht ihr? Das ist doch was, oder? Ey, das ist was. Das ist auch was. Und wie das was ist. Oha, ey. Sieht es krass aus. Also, das sind keine Scheinwerfer, sondern das ist die Windschutzscheibe. Das ist für Häusle oben. Und da sind die Scheinwerfer da unten. So habe ich es mir gedacht, weil sonst macht es keinen Sinn. Da noch ein bisschen. Weiter, ja! Kennt ihr noch die 13? Das ist der hier, das ist die 13. Kann man gerade nicht sehen. Habe ich noch ein größeres Bild? Nein, habe ich nicht. Aber vielleicht, nein, habe ich nirgendwo. Muss man warten, bis es fokussiert. Da, das ist die 13 eigentlich. Und ab geht's! Das ist doch was, oder? Ja, ist ein bisschen bunt, aber.
Egal, das Grün ist doch auch cool da. Ich meine, grüne Hutze. Das ist doch geil. Ey, da geht was. Das gefährliche Giftgrün da. Also, es ist nicht Giftgrün, weil es ist ja nicht hellgrün, also Limettenfarben. Also, nicht Limettengrün, sondern. Weil Limettgrün wäre Giftgrün. Sondern es ist halt eben irgendwie so. Ja, bei die 13, ne? Da. Wenn es da crasht, war in den Pullbacks noch so, dass wenn man da crasht, dass da die Haube abfliegt oder sonst was abfliegt. Und da waren es halt eben zum Beispiel die zwei Flügel. Und ey, das war mein Lieblingsmodell, die 13. Die 13, das ist die 8140, 8140. Es war mein Lieblingsmodell. Es macht echt Spaß, den zu bauen. Wo ich den gebaut habe, kam auch im Radio irgendwie Fly in the Dust, das Lied halt eben. Und es passt irgendwie gut zusammen, weil das Lied ist dunkel und düster und das Auto ist auch dunkel und düster. Und ganz komisch einfach nur. Au! Schon mal eine Golfmütze auf Rädern gesehen. Also, ich finde, es sieht so aus wie eine Golfmütze auf Rädern. Da die Federn, ja, okay, ich flex da, was geht. Und, das ist ein hellblaues Lob. Krass. Könnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, den eingebaut zu haben. Waren es nicht die milchigen Runden 1x1 Plates in Chance Orange. Da habe ich jetzt die Blinker drauf und da sind die anderen andersfarbigen Dinger, sind dieselben wie die in Gelb. Also ich dachte, das passt gut zusammen. Das ist egal. Ja, das ist eine Golfmütze auf Rädern, so ein französisches Mützending da halt eben. Und da. Ja. Ach, da sind doch so blaue Krallen. Krass. Der Reifenunterschied, da sind die etwas dickeren, die vom Jagster drauf, das sind. Ach komm, lass los, lass los, lass los. Lass los, geh weg da. Das sind die Reifen vom Dragster da vorne. Und das wären dann Slicks für Nippelräder. Und da gibt es doch größere wie die vom Dragster. Das sind halt eben die vom Chark. Ich halte es immer noch hier. Ich lasse mal stehen. Als direkter Vergleich noch einmal gern so und ich finde es gerade nicht. Warte mal, ist doch irgendwie runtergefallen oder? Nein, ist nicht runtergefallen. Habe ich mir nur eingebildet irgendwie. Da ist es. Das sind Slick für Nippelräder, das sind etwas dickere Reifen für Nippelräder und das sind die ganz dicken für Nippelräder. Und jo, ich habe halt eben vorne die und hinten die dran gemacht. Seht ihr? Genau. Wegen die unterschiedliche Höhe, richtig. Und das wäre dann die nächste Größe. Und das ist Silber. Krass, das ist ja Silber. Das wusste ich gar nicht. Eine silberne Hutze. Alter, wie krass ist das denn? Dazu, ey, das ist ja Wahnsinn. Das ist so ein Schneescooter irgendwie halt, dachte ich mir so. Irgend so ein Panzer, Scooter-Dingsbums für Schnee, dachte ich mir, dass da halt eben da so Ketten laufen könnten. Und deine Kette, deine Kette, deine Kette, deine Kette. Und die können sich so drehen irgendwie halt. Die so und die so. Also, wie auch immer.
Und ich dachte, es wären dann die Fenster, wo man rausschauen kann. Und das wäre eben dann die Hutze für den Motor, der weiß ich nicht, wo er ist. Ich dachte, das wäre was. Da ein bisschen dann so, keine Ahnung. Na, halt so. Von den Pullbacks, die ich mit diese 13 und so gezeigt habe, ist es noch über. Und ich habe es zusammengebastelt. Du die besten Teile davon. Genauso gibt es den auch mit Anleitungen, aber ich habe halt ohne Anleitungen komplett aufgebaut und sie sieht ein bisschen anders aus. Aber so ein ähnliches Modell gab es mal von Lego. Ah, Funktion darf ich hier nicht vergessen zeigen. Das ist, geht es überhaupt noch auf oder ist es schon kaputt gerostet? Kaputt gerostet. Na, es geht nicht mehr. Da ist irgendwie was kaputt gegangen. Über die Zeit. Geht irgendwie nicht mehr auf, das Ding da. Egal, was soll. Der ist mit Anleitung gebaut, den kennt ihr noch. Den gab es mal von Lego. Und ja, ich habe da, glaube ich, die Warnleuchten runter. Ja, habe ich. Und den habe ich nochmal gebaut. Nein, das ist ein etwas anderer, weil der hat so Flammensticker drauf und der hatte Zielsticker drauf mit Flammen dran. Und oder in Flammform, keine Ahnung. Und ja, oder ich habe ihn so aus sonst was zusammengebaut. Habe ich noch was vergessen? Ja, eine letzte Sache noch, was ich euch auch noch zeigen wollte. Schaut mal ganz genau hin, was am Wochenende für Videos rauskommen. Oder schaut einfach Samstag in den ersten Morgenstunden. Werde ich mich auf den Weg machen dieses Wochenende und ein Outing-Video drehen. Dann wisst ihr, was meine Sexualität ist, meine sexuelle Orientierung und Identität und so weiter. Also bis dahin, ja. Seht ihr auch, wie schön es übergeht? Da sind so Querdinger da und da halt eben so. Wunderschöner. Ah, das ist doch schön. Und da, wie beim Truck auch, da so dünne Dinger, wo was raussteht und so fette Walzen. Wie beim Dragster eigentlich die Räder, oder? Schaut auf jeden Fall am Wochenende mal vorbei oder nächste Woche. Da kommen echt viele Videos. Viele, viele, viele Videos kommen diese Woche jetzt noch raus. Und nächste Woche ist Ende mit Videos und ich habe dafür echt viele, viele Videos vorproduziert und hochgeladen. Also, ihr könnt euch dann anschauen, wenn ihr wollt. Könnt ihr Felino abonnieren. Wenn ich für euch interessant genug bin, wenn ihr nichts von mir wissen wollt, dann, wenn ihr von mir gelangweilt seid, müsst ihr mich natürlich auch nicht abonnieren. Oder als nette Unterhaltung oder so. Das ist so Rasterverstell-Dingsbums da. Und ja, da ist halt eben Geld drinnen. Es geht schön über und da kann man halt eben das Ding da aufpopeln. Da sieht man die Geldscheine drin. Die Hunnis. Kann man auch welche rausholen. Aber es ist dann schwer, die wieder reinzupopeln. Da fällt es gerade keins raus, Gott sei Dank. Das ist gut so, muss ich nicht wieder reinpopeln. Da seht ihr die Hunnis. Ich mach mal Licht rein. Da seht ihr die 100 Euro, 100 Dollar Dinger da. Die 100, was auch immer Scheine. Und bis dahin. Nächste Woche Video schauen, weil da habe ich echt Videos hochgeladen ohne Ende. Ciao. Ah, jetzt ist es gerade abgegangen und ich dachte, ich hätte das Video beendet, aber ich habe nur auf Pausieren gedrückt. Getippt meine ich. Da sind die 100 irgendwas Dinge da drin. Die 100, boah, kann man das jetzt sehen? Sind die Hunnis. Und ja, ich mach's jetzt wieder drauf. Und da auf das grüne Ding, da habe ich es jetzt drauf gemacht. Jetzt gesehen. Also dann.
Bis zu meinen nächsten Videos. Ciao.